meine lieben Schirmkröte. Schaut das okay aus? Schaut okay aus, ja. Wie ihr vielleicht jetzt gesehen habt, habe ich an einer Hand Nägel und an der nicht. Ich habe mich gestern ein Video abgedreht und ich hoffe, dass es vor diesem Vlog online kommt. Mal schauen, wie ich es schaffe. Ich stehe jetzt aber im Badezimmer, weil ich mich ein bisschen schminken möchte. Ich war jetzt Tage immer ungeschminkt eigentlich, außer am Sonntag. Und da, genau, ich habe jetzt die Tage auch nicht gefilmt, also nicht mitgevloggt. Wir haben uns komplett auf die Buchhaltung konzentriert, weil wir haben jetzt, also der Papa und ich haben jetzt die Buchhaltung fürs Jahr 2019 fertig gemacht gestern, alle Rechnungen noch ausgedruckt und ja, eingetragen. Ich habe jetzt so eine Excel-Liste, die ich dann meinem Steuerberater geben muss und alle Unterlagen abgeheftet. Ja, ich bin so froh. Vielleicht fahren wir dann heute, ja genau, auch nach Wien, damit ich diese Unterlagen abgeben kann. So, gut. Ich würde mal sagen, ich gehe mal und mache meine zweite Hand. Ich nehme euch mal mit, ich zeige euch mal, wie ich das aufgebaut habe. So, willkommen in meinem Nagelstudio. Schaut so aus, oder? Habe ich jetzt ein bisschen umgebaut gestern. Da habe ich mein Stativ. Da war die Kamera, die habe ich jetzt natürlich in der Hand, wie ihr sehen könnt. Und das sind die ganzen Sachen. Ich werde mir auf jeden Fall noch... Schaut auch schön aus, oder? I like that. Also, die zweite Hand habe ich fertig gemacht. Ich habe mich für diese Farben entschieden. Diese drei hatte ich noch gar nicht verwendet. So, genau. Diesen habe ich schon auf der anderen Hand und diesen auch. Und... so schaut es jetzt. Das kann man nicht so gut erkennen. Weil es halt so irgendwie wegen dem Licht halt blöd ist. In der Küche wird schon fleißig zubereitet. Der Patty macht wieder Wraps für sich und Papa. Und ich schmier der Lara ein Toastbrot mit Nutella. Du magst ein Eis? Ja. Bist du dir sicher? Ein Eis zum Frühstück? Ja. Jetzt gibt es ein Tutorial von Patrick, wie er die Wraps zubereitet. Hallo, lass gut, da kann man sich nicht sehen. Kann ich nicht mehr. Ach sicher, komm. Das ist die Milch, die du auch immer in deinem Cornflakes. Ja. Schau mal, da ist ein kleines Eichhörnchen, das Haselnussmilch trinkt. Die Luisa hat übrigens auch. Zeig mal deine Finger. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Die Michelle. Die Michelle, du auch, zeig mal. Wow. Ich esse mal wieder meine Lieblings-Frühstücksspeise. Hummus mit, wie heißt das? Mit Satar und Pinienkernen. Mega lecker. Und natürlich dazu Oliven. Einmal Kalamata und einmal grüne. Yummy, yummy. Yummy. So, meine Lieben, fertig gefrühstückt. Wir haben jetzt alle unseren Teller in die Abwasch geräumt. Also die Kinder auch. Die machen das immer selber. Nur die Michelle hilft mir jetzt noch, das Restliche wegzuräumen. Die einzigen, die nicht ihre Teller wegräumen, sind die Luisa und die Lara. Und der Papa. Gell? Ja. Deswegen machen wir das jetzt zusammen noch schnell fertig. Die kleine Emmy macht ihr ein Nickerchen. Und nach dem Frühstück ist Hausaufgabenzeit. Die Michelle macht hier schon brav ihre Hausaufgaben. Sehr brav, mein Schatz. Funktioniert richtig gut, das mit den Hausaufgaben. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. So, und während die Michelle hier hinter mir brav die Hausaufgaben macht, möchte ich euch von einer Plattform erzählen. eduww.net. Ich habe davon ein bisschen schon auf Insta-Story erzählt, vielleicht habt ihr das ja gesehen. Das ist eine hundertprozentige Online-School. Gerade passend, also gerade zu unserer Situation passend, wo die Kinder zu Hause sind und nicht in die Schule können, ist gerade zur Schulausbildung etwas, was dann ein bisschen darunter leidet. Und mit dieser Plattform eduww.net ist es eine 100% Online-Schule und nicht nur jetzt für höhere Schulen, weil ich kenne das so von mir, dass man nur für, also für höhere Schulen eine Online-Schule
Ausbildung machen kann. Nein, das ist komplett schon ab der Elementary, also ab der Volksschule. Und das geht halt bis zur Middle School und High School. Nicht nur, dass sie zu 100% online ist, nein, sie ist weltweit anerkannt und man bekommt ein internationales Diplom. Das ist einfach wirklich ein Wahnsinn. Man kann heutzutage schon von zu Hause bzw. von einem unabhängigen Ort seine Schulausbildung fertig machen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass sowas in Österreich und Deutschland möglich ist. Ich dachte eher, das ist eher den Amerikanern vorbehalten, dass sie halt Homeschooling betreiben können. Aber das geht auch bei uns. Man muss einfach, glaube ich, nur zum Schulministerium so ein Ansuchen erbringen und dann kann man dieses Online-Schooling betreiben, was ich super spannend finde. Vor allem, wenn man auch ein bisschen ortsungebunden leben möchte. Abgesehen jetzt nur von der Corona-Krise kann man sich die ganzen Kurse mit einem Laptop am Internet oder wie auch immer halt mitnehmen, den ganzen Unterricht, und fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Ich zeige euch mal, wie die Plattform ausschaut. Das ist die Plattform edu.ww.net. Hier kann man sich das Ganze ein bisschen anschauen und durchlesen. Ich werde euch den Link zur Webseite unten in der Infobox reinpacken, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Hier wird alles, wie gesagt, nochmal erklärt, stehen auch dann die Preise, was das kostet. Man kann jederzeit wechseln, wenn man das möchte. Und wenn man einen Zugang hat, schaut das dann so aus. Das sind eben die ganzen Kurse. Kann man mal gucken, wie das ausschaut. Also hier steht dann alles. Zum Beispiel hier steht Algebra 1, Englisch 1. Da kann man dann reinklicken und kann man gleich losstarten. Das ist alles für den jeweiligen, also für das jeweilige Kind, Schulstufe und so weiter abgestimmt. Ich habe hier nur einen Testzugang, um das Ganze auch ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze hintenrum ausschaut. Da kann man so Notizen machen, richtig cool. Und das Ganze wird auch übersetzt. Man kann hier nämlich Text markieren und das wird auch dann übersetzt. Zeige ich das mal. So. Und dann kann man dann so das übersetzen lassen. Und dann wird das hier erklärt, also identifizieren und erklären Sie die Handlungsstruktur in The Most Dangerous Game. Und das Ganze geht auf mega vielen Sprachen und man kann sich das auch vorlesen lassen. Speak as. Identify and explain plot structure in The Most Dangerous Game. Mega. Man kann sich das natürlich auch ausdrucken lassen und so weiter. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und falls ihr euch selbst mal für das Thema Online-Schooling interessieren würdet, dann unten in der Infobox einfach auf den Link klicken und euch das Ganze mal anschauen. Es ist wirklich weltweit anerkannt und richtig cool eigentlich. Also ich finde das mega spannend und mega interessant, weil ja, man ist einfach so richtig ortsunabhängig, pandemienunabhängig und man kann die Schulausbildung wirklich von zu Hause machen. Und jetzt werden wir zum Steuerberater fahren. Ich habe ihn vorhin angerufen. Ich kann vorbeikommen und die Unterlagen vorbeibringen. Und das werden wir jetzt schnell machen, weil ja, damit habe ich es endlich dann erledigt und Buchhaltung geschafft. Ich habe jetzt meine Unterlagen hier. Ich hoffe, dass sie nicht herumkullern. Und wir fahren jetzt los. Die kleine Luisa ist dabei. Hallo. Hi. Das ist mein Steuerberater, den ich noch von ganz früher habe, wo wir noch in Wien gewohnt haben. Da war ich nämlich auch schon selbstständig. Und seitdem habe ich den. Und irgendwie bin ich so zufrieden mit dem, dass ich den jetzt nicht wechseln. Also weil ich könnte mir auch in Niederösterreich einsuchen, aber macht ja gar keinen Sinn, oder? Für diese eine Strecke im Jahr, wo ich die Unterlagen hinbringe. Sicher. Ja, jetzt fahren wir halt nach Wien. Die Luisa haben wir mitgenommen. Wir fahren ja eh nur Auto im Endeffekt. Zum Steuerberater rauf gehe ich ja nur ich und bringe diese Unterlagen zu seinem Assistenten. Wir haben ja mal in diesem Bezirk hier gewohnt. Ich drehe euch mal um. Das ist die Thalia-Straße. I like it. I like it. Da ist überhaupt nicht so viel los, gell, wie es normalerweise eigentlich los ist. Brunnenmarkt, das war die Hölle los. Ja. Aber die Leute rennen mit Maske auf der Straße rum. Das ist für mich faszinierend. Also ich war ja, wir waren ja schon lange nicht mehr in Wien. Schau, der Brunnenmarkt. Ich gebe sogar Melone. Ja, grüß dich. Grüß da. Ja, danke. So. Die ganzen Ordner rutschen mir gleich runter. Ich habe mir jetzt meine Maske mitgenommen. Ich wusste jetzt nicht. So, ich habe jetzt noch meine alten Unterlagen geholt vom Jahr 2018. Man vergisst einfach, gell, wie wenig das früher war. Aber die Ausgaben sind ja auch natürlich, man muss bedenken, die ganzen Marmbos-Planer, das ist ja der größte.
Teil davon. So. So, jetzt muss man dann wieder retour, oder? Exakt. Wir sind wieder zu Hause und ich habe mir wieder einen Knödel gemacht. Ich werde jetzt das Büro aufräumen, beziehungsweise mein Nagelstudio, weil das ist, ja, habe mich hier ein bisschen ausgebreitet. Bevor ich das aber mache, werde ich noch die letzten Schlussszenen von meinem Nagelvideo drehen und danach werde ich aufräumen und danach werde ich das Video schneiden. Während die Mama ihr Büro jetzt aufräumt, gehe ich mal kurz in die Küche und bereite ich das Abendessen vor. Yay, was gibt's heute? Heute gibt's jetzt was Veganes, weil der Patrick ist der Einzige, der bis jetzt wirklich durchgezogen hat. Ja, stimmt. Und wirklich Respekt, also für mich war eigentlich sehr, sehr schwer, weil dieser innere Hund die ganze Zeit gesagt hat, iss ein Steak, iss ein Steak. Na Steak, wir essen gar nicht so viel Fleisch. Bei uns geht es eigentlich mehr so um diese anderen Produkte. Wurst, ja. Salami, faschiertes. Geräucherter Speck oder sowas. Genau, weil Steaks, wann haben wir das letzte Mal? Also ich esse sowieso nicht so. Aber wenn ich an einen Griller zum Beispiel denken würde, Nein, hast du Hunger? Würde ich einen Steak essen. Weil dieser Schweinehund sagt die ganze Zeit, grill dich. Und ich sage, ja, ja. Das ist das Rezept. Nachdem wir kochen, also das Essen, sollte eigentlich, wenn es fertig ist, so aussehen. Ich habe als Assistent den Patrick, als Chefkoch, die Michelle als Nervensäge, die Michelle und die Mama als Zuschauer natürlich und wir legen gleich los, ein Hubschrauber. Essen? Ja. So, meine Lieben, unser Essen ist schon fertig. Also, unser Abendessen schaut dann so aus. Gar nicht so schlecht, oder? So, meine Lieben, ich schaue richtig fertig aus. Das Essen von Papa war so lecker. Das haben wir jetzt alle gegessen und sind alle weg. Und jetzt werde ich mich vom Vlog verabschieden. Ich bin richtig müde. Kennt ihr das, wenn ihr so esst, so warmes Essen und das kickt richtig rein und dann seid ihr einfach müde danach. Ja, so geht's mir. Ich werde mich jetzt noch schnell abschminken gehen und danach. Oder? Papa? Ich bin auch müde. Bist du auch müde? Hast du eh wohl lang gekocht jetzt? Ich will mal meinen Kopf aufmachen. Also gut, meine Lieben, aus mal einer anderen Perspektive. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und Daumen nach oben. Und Glück einschalten. Tschüss.